Das heutige Video wird hoffentlich die Art und Weise aufzeigen, in der die Globalisten ihre privaten Treffen abhalten, bei denen sie austüfteln, wie man uns am besten manipuliert. Ich benutze auch weitere Clips aus dem Event 201, der im Oktober 2019 in New York City abgehalten wurde. Das hier sind die Organisationen, die Teil dieser Veranstaltung waren, wie ich euch zeigte. Bei diesem Treffen wurde die Reaktion auf eine Pandemie geübt. Hättet ihr das gedacht? Eine globale Pandemie durch das Coronavirus haben sie bereits im Oktober 2019 geübt. Und nun sind wir da mittendrin. Ich möchte mit euch heute den Teil über die Kommunikation besprechen, denn ich denke, dass das zeigt, dass die öffentliche Meinung sowie die Meinung und die Sichtweise der Führer dieser Welt diese Leute überhaupt nicht interessiert. Nichts davon interessiert sie. Alles, was sie wollen, ist, uns auf ihren eigenen Weg zu bringen. Sie wollen die Einzigen sein, die gesundheitsbezogene Themen ab jetzt weltweit bewerten. Sie wollen, dass die Weltgesundheitsorganisation die zentrale Aufsicht aller Krankenhäuser und medizinischen Bildungseinrichtungen aller Kliniken wird, weltweit. Dabei sind das hier nicht etwa maßgebende Leute, sondern nur durchschnittliche Leute, Control-Freaks. Sie leben auf unsere Kosten. Sie haben nichts anderes vor, als uns zu kontrollieren, alle unsere Gedanken und alle unsere Informationen. Sie wollen unser Geld haben und unsere Staatslenker unterlaufen. Und ich will, dass ihr das aus ihrem eigenen Mund hört. Der erste Clip, den ihr anschauen sollt, stammt von einer Frau aus Australien, die entweder für die Weltbank arbeitete oder aber immer noch dort beschäftigt ist. Sie wird euch in diesem Clip, der beim Event 201 aufgenommen wurde, erklären, was der wahre Sinn von Kommunikation ist. Ich möchte kurz darüber sprechen, warum wir kommunizieren, was der Sinn von Kommunikation ist. Es scheint mehrere Elemente in der Kommunikation zu geben, was ein Fakt ist, wie auch immer. Sie definieren das dort draußen selbst. Aber lassen Sie uns beispielsweise vollkommen darüber im Klaren sein, dass wir viele Jahre wussten, dass Tabakkonsum einen umbringt. Ob sie sich nun in dem 50-prozentigen Anteil befinden, der sehr jung stirbt oder auch nicht, es bleibt eine Tatsache. Es gibt einige solche allgemein verbreitete Erkenntnisse, wie wir selbst wissen. Aber das bedeutet nicht, dass sie das Verhalten der Menschen ändern. Ich denke, wir sollten uns deshalb im Gespräch, in der Kommunikation, auf den Sinn dieser Kommunikation mit dem, was wir wissen, einstellen und Anreize für Verhaltensweisen bieten, die wir sehen wollen. Es geht bei diesem Sinn dieser Kommunikation nicht nur darum, den Leuten ein Stück Wissen zu übergeben, sondern um die Frage, wie veranlassen wir sie, ihr Verhalten zu verändern? Wer glaubt sie eigentlich zu sein? Was wollen sie eigentlich von uns mit diesem Coronavirus? Was heben sie damit hervor? Eines der Dinge ist soziales Distanzieren. Ich habe Leute gesehen, die gebrauchten diesen Ausdruck, als gehörte er schon immer zu ihrem Vokabular. Seht euch nun die Leute an, die sowas verwenden. Die CBC News sagen, dass nun die Zeit für soziales Distanzieren gekommen sei. Andrew Young sagt, wir sollten soziales Distanzieren praktizieren. Dan Rather sagt, ich distanziere mich sozial. Somit wurde es zu einer Tugend gemacht. Mein Freund aus Seattle sagt, dass ihr Slogan dort lautet, bringe deine Großeltern nicht um. Sie sagen, wenn du dich dieser Regel nicht unterwirfst, könnte es sein, dass du deine Großeltern oder deine Eltern tötest. Ihr seht also, es ist ein Spiel, das sie da spielen. Dieses Spiel, das da schlagartig eingeführt wurde, heißt, wenn du gegen diese neue Sozialnorm verstößt, dann bist du für die Verursachung von Todesgefahr verantwortlich. Zum nächsten Clip. Jetzt spricht Timothy Evans von der Weltbank. Hört euch mal an, was er zu sagen hat. Er spricht nämlich darüber, dass es sehr schwierig sei, die Staatsoberhäupter zu beeinflussen. Das wird jetzt noch eine Spur besser. Hört euch seinen Plan an. Ich denke, Sie liegen sehr richtig damit, dass die UN und die WHO weiterhin sehr klare Aussagen machen. Wenn Sie aber die Regierungen direkt herausfordern, stoßen Sie oft auf die Frage der Souveränität. Ich denke, es ist wichtig, dass dies nicht als einzige Reaktion bleibt. Denn es ist sehr schwierig, dann weiterhin über vorsichtigen, aber machtvollen Einfluss nachzudenken.
Man kann entweder das Staatsoberhaupt anrufen oder aber andere machtvolle Institutionen dieser Länder. Wir haben das im Zusammenhang mit der Mobilisierung religiöser Führer im Kontext mit Polio gesehen. Oder bei speziellen Industrieführern, bei denen man natürlich softer herangeht im Vergleich zu den harten Linien bei Regierungen, bei denen weniger Tarnung angewandt wird. Zum Beispiel bei Einstiegsthemen, anstatt zu versuchen, sie mit internationalen Gesundheitsvorschriften abzustrafen. Am Schluss war er wohl mächtig stolz auf sich selbst. Tarnmodus, lasst uns in den Tarnmodus übergehen. Habt ihr gehört, was er sagte? Wenn wir versuchen, den Regierungen Druck zu machen, gelangen wir an das Thema Souveränität. Yeah, as you should. Jawohl, das solltet ihr auch. Nationalstaaten sind souverän. Sie fällen eigene Entscheidungen. Die Menschen entscheiden, welche Führungsplattform sie lieber hätten, und das Staatsoberhaupt ist unserem Willen verpflichtet. Souveränität bedeutet im Wesentlichen, den Willen des Volkes zu erfüllen. Dieser Kerl aber möchte das unterlaufen. Das war offensichtlich. Er sprach über einen Weg, Souveränität zu umgehen. Ich erinnere euch noch einmal daran, dass Trump etliche Male gesagt hat, wir wollen Nationalismus, nicht Globalismus. Und genau darüber sprach dieser Kerl auch, über nationale Souveränität. Offensichtlich mögen Globalisten keine nationale Souveränität. Sie wollen der Boss sein. Und sie wollen, dass eure Steuern an sie abgeführt werden. Und dann kommandieren sie euch von Gott weiß woher rum. Sie interessieren sich nicht für eure lokalen Anliegen oder für das, was in eurem Land vorgeht oder sowas. Und dann sind sie auch noch Bürokraten. Woher wollen wir denn wissen, dass sie überhaupt irgendetwas geregelt bekommen? Wisst ihr, es ist schon genug mit der Bürokratie in unseren Ländern. Stelle dir vor, sie säßen in Belgien und regelten von dort aus den Verkehr in der ganzen Welt. Denkt ihr wirklich, dass jemand diesem Haufen unbeaufsichtigter, spitzköpfiger Bürokraten beikäme, der in seinem ganzen Leben noch nichts zustande gebracht hat? Das war also eine sehr erstaunliche Aussage von diesem Kerl. Er sagte, dass die Staatslenker widerborstig wären, wenn internationale Körperschaften versuchten, ihnen zu sagen, was zu tun sei. Also müssten sie insgeheim einflussreiche Leute anrufen, die dieser Leiter vielleicht respektiert, und sie dazu bekommen, Druck auf die Regierung auszuüben. Wir sehen das die ganze Zeit, diese Erpressung. Sie wollen zum Beispiel, dass Trump sich auf das Virus testen lässt, was er kürzlich, wie ich hörte, auch machen ließ. Sie wollen auch, dass er in die Selbstisolation geht. Was machen sie also? Sie übernehmen Führungsaufgaben bei Google, Facebook, Amazon, Microsoft und Twitter forderten Beschäftigte aus dem Silicon Valley sowie dem Hauptquartier in Seattle, wegen der Vorbereitungen auf das Coronavirus fernzubleiben. Was hat dieser Kerl noch gleich gesagt? Wir wenden uns an respektierte Geschäftsleiter oder andere, dass wir Dinge tun, die das Staatsoberhaupt beeinflussen, das wir ändern wollen. Hier ist noch etwas. Trudeau beschließt Selbstisolation trotz negativen Virustest. Als das nicht funktionierte, sagten sie, dass Bolsonaro, der gerade mit Trump zusammen gewesen sei, zusammen mit drei seiner Leute positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dann stellte sich aber heraus, dass das gar nicht stimmte. Er war nämlich als negativ getestet worden. Aber das hielt sie nicht davon ab, bis heute so weiterzumachen. Nämlich zu sagen, dass Bolsonaro einen neuen Test machen lässt, weil er selbst denkt, dass sein Testergebnis positiv war. Sie schrecken einfach vor nichts zurück. Ich bin mir sicher, dass die Menschen sie durchschauen würden, wenn sie nicht ihre Taktik der absoluten Dominanz geändert hätten. Sie benutzen alle möglichen Techniken und ziehen dabei alle Register. Der nächste Clip zeigt mehr von diesem Thema. Eine weitere Person aus dem Ausschuss Event 201 spricht darüber, wie sie sich einflussreiche Geschäftsleute nutzbar machen, um mit gewissen Nachrichten die Öffentlichkeit und andere einflussreiche Leute dieser Region zu beeinflussen. Ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, welche typischen Spieler wir aus dem privaten Bereich einbringen können, um bei multinationalen Pharmafirmen die Diskussion anzustoßen, warum ihre Produkte als nicht sicher angesehen werden könnten. Ein ziemlich großer Faktor in Südafrika ist zum Beispiel Nando-Hühnchen. Ich denke also an die großen, atypischen, vertrauenswürdigen Firmen, die zwar wenig Interesse an diesem Thema haben, jedoch einen großen Einfluss auf die Regierung ihres Landes haben, die ziemlichen Respekt genießen. Das würde wohl sehr wichtig sein.
Er räumt also ein, dass man die Pharma-Manager einbinden könne, dass sie sich für diesen Wechsel im Gesundheitssystem und für Veränderungen in der Politik einsetzen könnten, weil sonst jedermann erkennen könne, was vor sich geht, wenn man selbst aktiv wäre. Die Chefs großer Pharmaunternehmen hätten ohnehin keine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Wir machen es also so, dass wir einen lustigen Kerl wie den von Nando Hühnchen mit der antrainierten Botschaft auf Politik und Medien loslassen. Und plötzlich entsteht eine scheinbar desinteressierte Gruppe, die in den Medien über genau diese Dinge spricht, die wir diskutiert haben wollten. For example, Apple Computer. Zum Beispiel Apple Computer. Sie verkündeten heute, dass sie alle ihre Geschäfte außerhalb Chinas geschlossen halten. Alles außerhalb Chinas und das für 2 Wochen. Lustig ist, dass sie die Geschäfte in China offen halten. Ich wusste das noch nicht, bevor ich es gerade vorlas. Es geht also los. Ein weiterer tritt also auf die Bühne, um die Botschaft zu wiederholen. Eine Stimme also, die die Botschaft verstärkt und durch Wiederholungen starke Dominanz ausübt. Hier haben wir sowas. Heute mal aus England. Sportverbände treffen ihre eigenen Entscheidungen und sagen Veranstaltungen ab. Die Regierung ist gezwungen zuzustimmen. Das hört sich nach dem Weltwirtschaftsforum an, nach Thinktanks und nach Event 201 als Sponsoren. Genau sowas war geplant und findet jetzt vor unseren Augen statt. Passt ihr eigentlich noch auf? Genau das passiert vor unseren Augen jetzt. Bei Axios heißt es, die Absagen von Sportveranstaltungen sind für die meisten Amerikaner ein Augenöffner. Die Selbstgefälligkeit im Umgang mit dem Coronavirus kommt in den letzten 48 Stunden zu einem dramatischen Ende. Der Aktienmarkt brach ein, die Staaten gaben düstere Warnungen heraus und Schulen schlossen ihre Pforten. Aber es war speziell die Absage von Sportveranstaltungen, die manche Amerikaner im März hart traf. Das diente als Augenöffner dafür, wie ernst die Situation ist. Gerade im Moment zeigen die Verbände, die Beauftragten, die Athleten und andere Sportler Führungsqualität durch eigenes Beispiel. Das ist genau das, was sie geplant haben. Jetzt zeige ich einen Zusammenschnitt der Reden dieses Ausschusses, der beschreibt, wie sie die Kontrolle über die Kommunikation bekommen und erhalten wollen. In vorangehenden Gesprächen sprachen wir über die Zentralisation von Informationen, über das Management öffentlicher Gesundheit. Das benötigt eine zentralisierte Kommunikation, die an informierte Befürworter weitergegeben werden kann, die in NGOs, medizinischen Berufen, vertreten sind. Zentralisation auf internationaler Basis natürlich. Ich denke, wir bräuchten einen zentralen Datenpool für Schlüsselbotschaften, Daten und Fakten. Meine Mitarbeiter haben mich informiert, dass die Unterstützung für Reisebeschränkungen irgendwo zwischen 57 und 90% liegt. Wir wissen alle, dass Politiker von der öffentlichen Meinung beeinflusst werden. Wir können das aber auf eine positive Art nutzen. Das steht sehr deutlich im Zusammenhang mit den täglichen Unterweisungen der WHO. In diesem Fall kann ich mir keine andere Institution vorstellen, die im Fokus steht. Ich denke, die Begrenzung oder Beendigung der sozialen Medien würde großen Schaden anrichten. Wir sollten sie benutzen und auf unsere Seite bringen, mit ihnen zusammenarbeiten und versuchen, diese Missinformation zu vermeiden. Ich denke, eines der Dinge, die wir wollen, ist, mit Telekommunikationsfirmen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Zugang zu der Art von Informationen haben, die wir anbieten wollen. Manchmal wissen die Arbeiter im Gesundheitswesen etwas. Wenn sie aber nicht gut ausgebildet sind, dann geben sie falsche Informationen weiter. Ich glaube, dass es eine ergänzende Taktik wäre, fake-basierte Organisationen und Zivilgesellschaften zu kontaktieren und sie ebenfalls zu einem frühen Zeitpunkt zu rekrutieren, um ihre Integrität sicherzustellen. Ich möchte auf das Vertrauensbarometer zurückkommen. Letztes Jahr in Davos wurde bekannt gegeben, dass das Vertrauen in traditionelle Medien gewachsen ist, während das Vertrauen in soziale Medien gesunken ist, speziell nach den Wahlen in den USA. Die Plattformen der sozialen Medien sind eine Möglichkeit zu erkennen, wer in welcher Form bezüglich Missinformation nicht akzeptabel ist.
Sie wollen die Kommunikation international zentralisieren und jede mögliche Organisation auf dem Weg zu ihrem eigenen gefakten Ursprung infiltrieren. Sie wollen Gesundheitsdienste ausbilden, sich nach ihren Botschaften auszurichten. Warum sollten Ärzte, Schwestern oder medizinische Dienste dazu gebracht werden, nicht mehr die Wahrheit sagen zu dürfen? Nein, das Wichtige an der Sache ist, dass Sie sagen, was Ihnen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, vorgegeben wird. Und dieser letzte Redner sagte, dass soziale Medien dafür benutzt werden können, herauszufinden, wer von uns empfänglich ist für Missinformation und Desinformation. Sie wollen nicht, dass jemand seine eigenen Gedanken denkt. Ihre Gedanken sollen in unseren Köpfen sein. Und Sie haben eine weitere Strategie, die Sie Fluten der Zone nennen. Wir haben viele, aber eine davon ist die Flutungsstrategie. Gute Information fluten, eine Manifestation der Flutung. Ich sprach bereits darüber. Es ist sehr erfolgreich und baut nur eine Wand aus undurchdringlichem Rauschen auf, die nur ihre eigene Ansicht reflektiert. Ich bin mir sicher, dass ihr das selbst mitbekommen habt. Auf der CNN-Homepage gibt es überall nur Corona. Vielleicht finden wir hier etwas anderes. Nein, es ist alles nur über Corona. All about coronavirus. Here's NBC News. Hier sind die NBC News. Coronavirus, Reisebeschränkung, Ausrufung des Notstandes. Denk an das Coronavirus. Hier bei Netflix machen sie so eine ähnliche, spontane Aussage. Aber sie haben das tatsächlich alles geplant, gefilmt und bearbeitet, bereits vor einem Jahr oder so. Man könnte denken, das wäre gestern produziert worden, was mit über den Weg lief. Wie seltsam. Netflix produziert eine Serie namens Pandemie. Und das zur Veröffentlichung im Jahr 2020, noch bevor wir diese Pandemie überhaupt hatten. Sie sagen selbst, das sei nur ein Zufall. Ist es dann ein Zufall, dass die Obamas beide Produzenten für Netflix wurden und Netflix im April 2019 die Filme und Shows bekannt gab, an denen sie arbeiten? Ich weiß es nicht, ob sie den Film Pandemie auch gemacht haben. Es erscheint mir so, als gäbe es da draußen ziemlich gewöhnliche Subjekte, nämlich die, die am lautesten gegen Präsident Trump reden. Das sind seine natürlichen Feinde und das sind gleichzeitig diejenigen, die besonders stark und sehr schnell positiv auf die Nachrichten der WHO reagieren. Zum Beispiel Joy Behar. Sie trat vor einem Tag aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zurück. Oder hier, Bill Maher mit seiner Show und John Oliver. Um sie wurde es ab Sonntag still. Die Netflix-Serie Grace and Frankie wurde letztlich beendet. Da geht es um Jane Fonda und Hanoi Jane, die für ihre linke Politik in Opposition zum Präsidenten Trump bekannt ist. Und dann dürfen wir natürlich Ellen DeGeneres und Jimmy Fallon nicht vergessen. Alle diese Leute haben sich gedreht oder die Art ihrer Darstellung geändert. Sie beenden entweder ihre TV-Shows oder sie verweigern, vor einem Publikum Aufnahmen zu machen oder sie kündigen eine Langzeitpause an. Wie kann es denn sein, dass alle diese Leute vermutlich in Opposition zu Präsident Trump stehen? Das ist ja beinahe so wie bei den Leuten von Event 201. Irgendwie wirkt das so, als hätte man sie rekrutiert. To recruit them also. But nah, that's probably, I'm probably way off. Aber nein, ich bin natürlich weit von der Annahme entfernt zu denken, dass diese Leute Moderatoren rekrutiert hätten. Dass sie sowas gemacht hätten, kann natürlich unmöglich wahr sein, nicht wahr? Joe M. hier sagt, dass 16 bekannte Politiker und diverse Berühmtheiten sich zum Beispiel den Coronavirus zugezogen haben oder zumindest denken, sie hätten es. Joe hat das mathematisch mal dargestellt. Es gibt 1600 Corona-Fälle in den USA. 1% davon, nämlich 16, sind Politiker und Berühmtheiten. 41 von 100.000 in der Bevölkerung sind bekannte Leute. Also sind reiche Leute mit Leibwachen 2400 Mal eher gefährdet, den Virus zu bekommen. Und das glaubt er nicht. Ich nämlich auch nicht. Wie könnten sie sich denn überhaupt anstecken, wenn der Rest von uns nicht infiziert ist? Wo laufen die denn rum, frage ich mich. Wodurch haben sie ein größeres Risiko? Gibt es da eine gewisse Logik, warum so viele von denen den Virus haben? Sind denn die Leute aus ihrem Umfeld nun alle in Quarantäne? Dazu möchte ich noch gern mehr Informationen haben.
Und mal ganz nebenbei gesagt, hatte ich euch ja gezeigt, dass die Trump bedrängen, einen Test machen zu lassen und sich selbst in Quarantäne zu isolieren. Mittlerweile verfolgen sie sogar, wer wem die Hand schüttelt. Weil wir uns ja alle derzeit sozial distanzieren sollen, nicht wahr? Wir sollen uns gegenseitig nicht mehr anfassen oder in unser eigenes Gesicht fassen, also nichts mehr anfassen. Jetzt haben wir eine neue Sünde, die von Ihnen gerade postuliert wurde, nämlich Händeschütteln. Das Männlichkeitsgetue auf Trumps Coronavirus-Händeschütteltour. Das ist sowas von ermüdend. Später machten sie dasselbe mit Mike Pompeo. Sie schrieben, Mike Pompeo traf diesen oder jenen und schüttelte seine Hand. Ich fühle mich, als lebte ich in einem schlechten Film. Covid-19 ist der neue Klimawandel, der Kulturniedergang, der Prüfstein, der blaue Brief, die Umkehrung des Schuldprinzips, eben eine Hexenjagd. Ich ertrage diesen Totalitarismus nicht länger. Es gehen Gerüchte um, dass das Internet unter Umständen abgeschaltet wird. Aber sie stellen absolut sicher, dass das nicht passiert. Die Telekommunikationsfirmen sagen, dass sie das Internet während der Corona-Pandemie aufrechterhalten wollen. AT&T, Comcast, Verizon und andere wollen den Datenverkehr nicht überlasten. Selbst in Kanada sagen Rogers, Telus und TechSavvy, dass sie Datenüberlauf verhindern wollen. Die Top-US-Internetanbieter helfen dabei, den Internetzugang zu gewährleisten. Das ist eine ganz neue Art von Nachrichten. Sie wollen also ganz offensichtlich selbst, dass wir während der Pandemie Internetzugang haben. Möglicherweise deshalb, dass sie die Zone dann mit ihren Nachrichten selbst fluten können. Flooding good information. Flood the zone. Flood. A manifestation of flood. Flood good information. Flood the zone. Sie versuchen ein Spiel daraus zu machen. Das hier ist vom Event 201. Sie verteilen Plüschtiere. Ein Virus als Plüschtier. And here from the Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, gibt diesen Ratgeber heraus, Umgang mit dem Stress während des Covid-19-Ausbruchs. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Nutzen Sie seriöse Quellen wie Ihre Gesundheitsbehörde, die WHO oder das örtliche Rote Kreuz. Und das hier ist das Beste. Begrenzen Sie Ihre Sorgen und Aufregung durch Reduktion der Zeit für Veröffentlichungen aus Medien, die Sie und Ihre Familie nur aufregen. Nun, ich glaube allerdings auch, dass jetzt genau die richtige Zeit für die ganze Welt gekommen ist, eine rote Pille zu schlucken. Geht bitte nach YouTube und seht euch an, was es mit QAnon auf sich hat. Was ist das? Warum sprechen Sie hier über die Aufwachpille? Warum interessieren sich die Menschen so intensiv für Verschwörungstheorien? Wer sind diese Top-Medienanbieter und Videoproduzenten sowie die Top-Autoren im Internet? Ich hoffe, dass die Leute das herausfinden. Die mit ihrem unbegrenzten Datenfluss und dem garantierten Internetzugang, während sie zu Hause sind, ohne Fernseher, ohne Sport, ohne Musikfestivals und ohne Reisevideos und kaum Geschäfte geöffnet. Ihr solltet euch QAnon ansehen. Ich habe ein paar hundert Videos, die ihr euch auf meinem Kanal ansehen könnt. Und auf meiner Webseite habe ich noch eine Liste mit empfohlenen Kanälen, die exzellente Inhalte anbieten. Ihr wollt etwas darüber erfahren? Ich denke, ihr solltet das auch. Weil ich euch ja gerade zeige, dass wenn ihr nicht die Verantwortung für eure Information und euer Wissen in eure eigenen Hände nehmt, dass ihr dann indoktriniert werdet, dass sie euch mit ihren Aussagen vollstopfen. Sie ziehen euch an eurer Nase durch die Gegend und stopfen euch voll mit ihren Aussagen. Ihr habt diese Frau am Anfang gehört. Das bedeutet nicht, dass es das Verhalten der Leute immer ändert. Wir sollten uns deshalb in der Konversation auf den Sinn der Kommunikation fokussieren. Sie wollen euer Verhalten ändern und steuern. Also müsst ihr herausfinden, was es ist, das ihr nicht hören sollt. Ihr müsst herausfinden, warum sie ihre Aussagen überall platzieren. Die Zone fluten, sozusagen, sodass ihr euch nicht mehr auskennt. Ihr hört nichts anderes mehr als dieses Geschrei, als diese Schreihälse. Genau das wollen sie. Diese Organisationen hier wollen die Weltherrschaft und sie wollen, dass du dafür bezahlen musst. I'm gonna stop talking now.
Ich glaube, das war's für den Moment. Danke an alle, die zugehört haben. Habt bitte keine Panik. Hört nicht auf diese Angstmacher. Ich habe die ganzen Posts gelesen. Es gibt Leute, die fürchterliche Zweifel haben. Und noch etwas. Jawohl, bereitet euch vor, weil sie jetzt Druck machen werden. Sie legen jetzt auf eine Art und Weise los, die ich bisher noch nicht erlebt habe. Sie werden Verwirrung und Chaos anrichten. Alles wird wie auf den Kopf gestellt sein. Also bitte, es wäre klug, Vorräte zu haben. Dinge, die ihr brauchen werdet. Denkt auch an Bargeld, bevor sie es abschaffen. Haltet bitte voll dagegen, so als ob euer Leben davon abhinge. Bargeld muss immer verfügbar sein. Cash must always stay available. I hope you've enjoyed the video. If you did, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment. I love seeing the comments. Also, subscribe if you haven't. In case YouTube decides to take away my channel, which, who knows, they might. I'm flying right in the face of the official message now. Please subscribe over on BitChute. I'm at 99freemind on BitChute. I'll leave the link in the description box. And finally, of course, if you would like to drop me a financial tip for the work I've already done, I will accept that gladly with many thanks. You can do that through PayPal, paypal.me/PollySt.George, link in the description box, or you can send me something through the regular post. I have a P.O. Box address available on my website, on the contact page, and the link to that will be in the description box as well. I said I was going to stop talking, and I kept talking. So, I'm going to stop talking now. Until next time, peace out.